Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter. Aktuell befinden wir uns im Schattentempel. Wundert euch nicht, ich bin jetzt hier extra mal hergegangen, denn ich muss beichten, ich habe mal in den Spoiler-Log geguckt mit dem Ziel, Zeldas Wiegenlied zu finden. Und dabei sind einige Verwirrungen aufgetreten, muss ich dazu sagen. Denn, ja, wie erkläre ich das jetzt? Also, ich habe gesehen, Zeldas Wiegenlied gibt es für die Gypto-Maske. So, Gypto-Maske haben wir schon mal gesehen irgendwo. Und dafür brauchen wir ja wiederum das Lied der Befreiung, ne? Das Lied der Befreiung gibt es für den Boss wohl im Schneebergtempel. Also Eisbergtempel, im Schneetempel, whatever. Und dafür brauchen wir natürlich noch den Boss-Key, den wir noch nicht haben. Und der Boss-Key befindet sich aktuell hier drinne. Da irgendwo ist der Boss-Key drinne. Von dem Schneebergtempel in Majora's Mask. So. Ist ja alles weiter nicht so gut. Wir bräuchten halt nur die Hoverboots, um darüber zu kommen. Aber die Hoverboots befinden sich im gefrorenen See in Majora's Mask. Das heißt, wir können eigentlich die Hoverboots erst bekommen, wenn wir den Dungeon abgeschlossen haben. Dementsprechend müssen wir hier nämlich einen Cheat, naja, Cheat ist falsch, aber wir müssen einen Trick benutzen, um dort rüber zu kommen. Dieser Trick heißt, warte, ich hab's aufgeschrieben, Mega Flip. So. Ich habe auch im Spoiler-Log gesehen, ich habe den aktiviert. Warum auch immer ich das aktiviert habe, dass man da weiterkommen muss, ich habe Mega Flip aktiviert. Ja, das ist meine eigene Schuld gewesen. So, das heißt, wir werden jetzt hier ausprobieren, den Mega Flip rüber zu machen. Das ist quasi, du legst hier eine Bombe hin, dann machst du den und in dem Moment rollst du da so rüber und machst so ein Rückwärtssaldo, weißt du? So. Wir haben im letzten Part auch Schlüssel für einen Brunnen bekommen. Und wir haben im letzten Part auch das zerbrochene Bigoron-Schwert bekommen, was hier auch noch gar nicht gemarkt ist, warum auch immer. Das Bigoron-Schwert werde ich euch jetzt mal ganz kurz einblenden. So, wir haben also beim Bigoron-Schwert, wo ist es? Das hier bekommen. Das heißt, das können wir ja theoretisch jetzt in Carfys Quest ein bisschen weitermachen. Ich bin mir nun nicht gerade ganz sicher, wo man das am besten anbringt, weil irgendwann müssen wir das Anju, glaube ich, geben. Müssen wir dann mal gucken. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir machen jetzt hier mal den Megaflip rüber und ich zeige euch dann, wenn ich drüben bin. Bis gleich. So, und da sind wir drüben. Ich hoffe, ich habe euch alles eingeblendet, wie ich es geschafft habe. Also das hat ein bisschen gedauert tatsächlich, ist aber machbar theoretisch. Also ich habe jetzt so 10 Anläufe gebraucht, habe halt immer den Spielstand wieder geladen und dann war ich auch hier schon drüben. So, ja, wir gucken mal, was wir machen können. Es tut mir übrigens sehr leid, dass ich in den Spoiler-Log reingeguckt habe, aber ich war teilweise, als ich gesucht habe, sehr verzweifelt. Habe es aber auch nicht bereut, ehrlich gesagt, weil sonst hätte ich das, glaube ich, so gar nicht rausgefunden oder so daran gedacht, dass ich hier einen Mega-Flip machen muss. Das wäre mir, glaube ich, so nicht eingefallen. Gut, wir suchen jetzt hier also erstmal. Wir haben hier keinen Boss-Key, oder? Doch, wir haben ja auch einen Boss-Key. Wir suchen erstmal, wie weit wir kommen. Und gucken mal, ob wir den Boss-Key irgendwo finden. Bin gespannt. Warum habe ich denn eigentlich das Einhandschwert? Achso. Mit dem Einhandschwert war es ein bisschen leichter, diesen Flip auszuführen. Denke ich zumindest. So, tschüssi. Jawolski. Gut, ja, sei es drum. Ich versuche jetzt alles Mögliche zu vergessen und das sieht erstmal sehr geil aus. By the way. Ach, die Augentropfen. Ja, schön, da können wir ja dann gleich nochmal zum Goron gehen. Ich war ja nicht eben erst da. Ja, perfekt. Ja, ich versuche dann jetzt in Zukunft nicht mehr in den Spoiler-Log reinzugucken. Tut mir sehr leid.
passiert halt, ne? So, das hier müssen wir, glaube ich, auch sprengen. Aber, so, da ist eine Schlüsseltür. Die versuchen wir erstmal nicht zu benutzen. Wir machen erstmal alles ohne. Regulär. So, genau. Ba-ba-ba-ba. So, ich freue mich nämlich jetzt sehr, wenn wir endlich mal weiterkommen. Aua. Ohne, dass ich ewig lange suchen muss. Und so habe ich zumindest einen Plan. Ja, ich denke halt, Zeldas Wiegenlied wird uns vielleicht irgendwie weiterhelfen dann. Weil da gibt es halt so viele Spots, die wir absuchen können. Und ihr seht ja auch hier gibt es schon wieder so mega viele Spots. Guck mal, hier ist schon wieder die nächste Truhe. Das ist auch schon wieder irgendwas Relevantes. Ah, oder auch nicht. Jetzt kann ich super tief tauchen in Majora's Mask. Das ist halt überhaupt nicht relevant. Aber ganz lustig. So, haben wir hier eigentlich eine Skulltie oder sowas? Oder was, was haben wir hier? Die ist ja nur über uns, die Skulltie, ne? Ansonsten können wir hier weiter nichts machen. Nö. Die ist über uns. Okay, mehr können wir hier nicht machen. Ich frage mich, ob ich mit zwei Schlüsseln überhaupt bis zu dem Boot rüberkomme. Boah, ich muss bestimmt nochmal den Mega-Flip machen, kann das sein? Ich weiß nicht, ob ich hier... Ja, warte mal. Es gibt ja hier bestimmte Stellen, die du mit den Hoverboots machen solltest. Oder die besser gehen mit den Hoverboots. Huch. Dementsprechend, nicht so quick. Müssen wir mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Vielleicht muss ich den Mega-Flip nochmal machen. Okay. Gehen wir erstmal hier rein. Ich bin gespannt. Das war super. Vielleicht muss ich auch irgendwo noch einen kleinen Schlüssel finden. Vielleicht muss ich auch wirklich erst nochmal in den Brunnen rein oder so. Das kann halt auch sein. Aber ich wollte hier erstmal das angehen. Vielleicht war es aber eine schlechte Entscheidung, das als erstes zu machen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Mal sehen, was jetzt noch so passiert. So, ich hoffe, ich brauche halt hier nicht irgendwo die Hoverboots. Das wäre echt eklig. Ich kann mir vorstellen, halt für das Ding da. Weiß ich nicht ganz genau. Oder hier, guck mal. Das schaffe ich noch ganz knapp, okay. So, ja, das hier könnte halt problematisch werden. Weiß ich nicht, ob ich das schaffe, einfach so. Kann auch sein, dass ich dafür den Mega-Flip brauche. Boah, ich mach mal einen Save-Point, Leute. Nicht, dass ich, wenn ich jetzt hier runterfall, wieder von vorne anfange, aber ich glaube, ich brauche einen Mega-Flip. Ne, okay, hier noch nicht. Puh, okay, und da, ja, das schaffe ich ja easy. Okay, also hier ist okay. Keine Probleme. Den ballern wir mal kurz weg. Mit Eigenverstümmelung. Aua. Die Mucke. Also ich finde die Mucke sehr lustig. Huch. So, hier gibt es doch auch ordentlich was zu holen, oder? Gibt es, glaube ich, viele Schatzkisten. Und Skulltulas. So, hier müsste erstmal ein unsichtbarer Block drin sein. Ja, ich bin mal gespannt, was wir jetzt für Fortschritte machen, aber es wird Zeit, dass wir mal ein bisschen Fortschritte machen, dieses ewige Hin- und Hergesuche. Und dass du dann halt wirklich einfach nur einen Stinkefinger gezeigt bekommst, das hat mir in den letzten Folgen gar nicht gefallen. Deswegen dachte ich, wir machen mal ein bisschen mehr Fortschritt. Oh, das war dumm. Jetzt fange ich mal neu an, ne? Ja. Ja, das war dumm. Genau, man kann ja quasi im Spoiler-Log genau Ausschau halten nach den Punkten, die als nächstes passieren sollen, die dich weiterbringen.
Und da steht halt auch der Schneetempel vorne im Vordergrund als nächsten Punkt. So eine Skulti, was wird sie verbergen? Ein Herzcontainer, ja, nehmen wir noch mit. Wunderschön. Nummer 70. Oh, und schon wieder. Alter, man sieht es halt einfach, ne? Das muss irgendwie relevant sein, dass du hier bist. So viele Schatzkisten wir hier bekommen. Ach, Nairus Lore für Majora's Mask. Ja, geil. Dann mache ich erstmal fett die Oni-Maske auf und dann geht's los, oder? Dann bin ich unbesiegbar als Oni-Link. Das klingt doch fabelhaft. Nairus Lore, Alter. Ja. Ist klar. So, gibt's hier noch irgendwie Skulltees? Ne, nur eine Schatzkiste. Und da drüben gibt's auch nochmal eine Schatzkiste dann. So, ich hole mir erstmal die. Zack. Ruf das Ding. Rotes Elixier für Ocarina of Time. Das geht ins Leere. Und dann nochmal eine fette Schatzkiste dazu. Alter. Was wir nicht alles bekommen. Aber irgendwo muss der Schlüssel sein. Das ist jetzt unerwartet. ich kann... Wo ist denn die? Hier. Aber nur als Kind. Kann ich mich jetzt verwandeln? Das wäre ja crazy. Hä? Wie krass. Okay, das ist crazy. Stell dich das mal vor, so als Sora und dann ab in den Wassertempel. Dann kann ich vielleicht auch, keine Ahnung, die Türen aufmachen. Weil ich kann ja dann einfach... Ja, gut. So viele Vorteile macht es jetzt auch nicht. Das muss man mal ausprobieren, glaube ich. Das muss man, glaube ich, mal ausprobieren. So, warte mal. Ich würde jetzt, glaube ich, hier nochmal auf den Block drauf und würde mal darüber gehen, oder? Wenn das überhaupt möglich ist. Aber ich glaube, das ist... Das, ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. Boah, ich mache da, glaube ich, auch erstmal einen Savepoint wieder. Sonst dauert das zu lange. Weil ich weiß gar nicht, ist da drüben auch ein Schlüssel vor der Tür? Da drüben, wo ich jetzt hin möchte? So, wartet, ich mache hier nochmal ganz kurz einen Savepoint. So, geht auf jeden Fall. Geh weg. So, dann machen wir uns hier mal kurz Auge der Wahrheit drauf. Zack. Ja, das ist von der Entfernung auf jeden Fall alles schaffbar. Da muss ich mir keine Sorgen machen und da ist kein Schlüssel vor. Das heißt, wir gehen da erstmal rein. Und gucken mal, wie weit wir kommen. So, was haben wir denn jetzt hier? Ach ja, hier ist der Raum, okay. Mit Fledermäusen und so. Sind die unsichtbar? Nö. Nur der Typ ist unsichtbar. Okay. Okay, okay, okay. Schnitzel mal den erstmal weg. Das heißt, wir müssen jetzt sowieso alle Gegner erstmal töten, ne? Hab ich ja gerade das Skulti gehört? Gibt's hier eine Skulti? Tatsächlich. Und eine Schatzkiste und... Unsichtbare Schatzkisten, glaube ich noch. Okay, warte. Wow. Und da hinten flattert noch eine rum. Hat die sich einfach eiskalt wieder hingesetzt. Okay, Tür ist offen. Was war das denn? Was war das denn für eine Ansicht? Hallo Skulltula. Ich bin hier, um dich mitzunehmen. So, das wäre dann Nummer 71. Wenn man meinem Tracker vertrauen kann, der hat schöne Pfeile dabei. So, und jetzt haben wir hier noch... Unsichtbare. Boah, guck mal, da ist auch schon wieder übelst viel los. Erstmal ein Skulti-Symbol. Auch ganz normal, standardmäßig. Und dann hier schon wieder was Specialiges. Dins Feuerentfernung für Majora's Mask. Das ist auch geil.
Jetzt kommen hier diese ganzen Sonderitems rein, ey. Ja, die hätte ich, glaube ich, auch früher schon gut gebrauchen können, oder? Diese ganzen Items hier. Ich glaube, das hätte mir gefallen. Okay, wir kommen gut voran. Wir haben auf jeden Fall schon ordentlich was geschafft. Ich hoffe halt, ich finde den Boss-Key jetzt und ich brauche nicht irgendwo noch einen kleinen Schlüssel. Ich könnte mir halt vorstellen, dass wir jetzt auch... Keine Ahnung. In Majora's Mask, wenn wir das Ding abgeben... Die Kette irgendwas bekommen. Möglicherweise einen kleinen Schlüssel. Oder wenn wir im Brunnen nochmal reingehen, einen kleinen Schlüssel zu bekommen. Oder die Augentropfen abgeben, einen kleinen Schlüssel zu bekommen. Wir haben jetzt wieder ein paar Möglichkeiten. Okay. Sehr schön. Das hat mir gut gefallen. So, hier warte ich mal ganz kurz. Unser letzter kleiner Schlüssel, wenn es danach irgendwo einen gibt, dann... Ja, war es das erstmal. Aber ich bin guter Dinge. So, ja, da oben geht es direkt weiter. Das heißt, wir haben jetzt nur noch den linken Raum und danach müssen wir erstmal wieder raus. Das ist natürlich doof. Ach, das war auch noch eine Schatzkiste. Mims-Guldi-Symbol. Ja, wunderschön. Wäre jetzt blöd. Aber ich glaube, es ist auch nur noch die eine Tür und dann... Dann könnten wir auch schon Boss machen, ne? Glaube ich. Naja, gucken wir erstmal, was passiert jetzt. So, wo mache ich das denn jetzt hier am besten? So. Zack. Und zack. Immer noch ein bisschen Kohle, das ist schön. Ja, wäre halt von Vorteil gewesen. Oder wäre von Vorteil, wir kriegen jetzt den Boss-Key. Das wäre erstmal super. Ich weiß halt nicht, wo er ist. Er ist nur hier drinne. Da ist er. Der Snowhead-Tempel. Genau, da ist er. Ja, schön. Dann können wir nämlich da jetzt den Boss machen. Theoretisch. Aber. Hier nehmen wir noch die Skulti mit. Oben gibt es auch nochmal eine Schatzkiste oder was? Nö, ist nur für die Tür. Okay. Und. Ja, gut. Abfahrt. Nummer 72. Möglicherweise. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem nochmal in den Brunnen vorher rein und geben auch noch die Augentropfen ab, oder? Was meint ihr? Dementsprechend, wir porten uns mal kurz zum Todeskrater. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Und geben noch die Augentropfen ab. Und im nächsten Part würde ich mich schon mal als Kind vorbereiten, dass wir dann... nochmal in den Brunnen reingehen und den dann quasi komplettieren, weil da haben wir alle Schlüssel. Oh, ich habe vergessen. Kann es sein, dass ich vergessen habe, das zu speichern beim letzten Mal? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle Schlüssel hatten. Dementsprechend gehen wir ja auch in den Brunnen nochmal rein. Ich habe irgendwie, glaube ich, vergessen zu speichern, meinen Tracker. Okay. Cool, Leute, wir machen jetzt Fortschritte. Schön. Und ihr dürft das auch nicht falsch verstehen, ich bin trotzdem noch in vielerlei Sachen unerfahren. Nee, das auch. Aber ich meine, ich bin trotzdem ahnungslos in vielen Sachen noch. Ich habe mir jetzt quasi nur diese Combo gemerkt, und weil ich wollte einfach jetzt erstmal Fortschritte wieder machen. Und ich wusste jetzt quasi nur, dass der Schlüssel im Feuer, im Schattentempel ist. Weil man kann halt explizit danach suchen in so einer Suchleiste. Und dass quasi die zwei Songs bei der Gypto-Maske sind und der andere Song, den bekomme ich vom Bosskampf irgendwie. So. Und danach bin ich wieder ahnungslos, Leute. Dann war's das von mir.
Okay, wir tauschen mal kurz hier die Augentropfen, damit er glücklich ist. Guck mal. Zack. Und kriegen 5 Minusrubine. Geil. Ja gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. Schön, freue ich mich. Ja Leute, ich würde sagen, im nächsten Part geht's dann weiter. Wir werden... Oh Gott. Wir werden dann... als Kind beim Brunnen stehen und dann den Brunnen machen und dann könnten wir theoretisch in den Schneetempel. Ich glaube, so werden wir es machen. Gut, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Tschüssi!